In der Rigaer Straße in Berlin prallen Welten aufeinander und dabei knallt's. Die Anwohner kommen hauptsächlich aus der linken Szene und wollen ihren Kiez gerne so behalten, wie er auch ist. Wenn's sein muss, auch mit Gewalt. Regelmäßig muss die Polizei anrücken und dann wird's tatsächlich ungemütlich. Eine schwierige Situation gerade für diejenigen in der Straße, die eigentlich einfach nur in Ruhe dort leben wollen. Deutlich die Kommentare auf den Hausfassaden. Vielleicht auch ein Indiz dafür, wie aufgeheizt die Stimmung scheint rund um die Rigaer Straße. Für die einen letzter Rückzugsort für alternative Wohnprojekte, für die anderen ein Hort linksextremer Gewalt. Zuletzt sorgte ein Großeinsatz der Polizei im Januar für Schlagzeilen. Eines der Hausprojekte wurde durchsucht, nachdem ein Beamter von Vermummten attackiert wurde. Die Situation im Kiez für die Ordnungshüter insgesamt brenzlig, beschreibt ein Polizeibeamter und Mitglied der Gewerkschaft der Polizei, der unerkannt bleiben möchte. Im letzten November bewarfen uns Bewohner der Häuser von den Dächern aus mit Gehwegplatten und Pflastersteinen. Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt. Sowas zeigt aber, wie riskant es manchmal ist für uns in der Rigaer Straße. Man muss damit rechnen, verletzt aus einem solchen Einsatz herauszugehen. So extrem empfinden es Anwohner nicht, aber auch für Marc Schöffler entwickelt sich gerade vieles falsch im Kiez. Er war in der Wendezeit selbst Besetzer, hat sein Wohnhaus mit Freunden instand gesetzt. Im vergangenen Jahr geriet nun seine Tochter in eine Auseinandersetzung, wurde beinahe von Pflastersteinen verletzt. Ärger über teure Mieten und Verdrängung kann er verstehen, Angriffe aber nicht. Das muss alles auf einer Kontaktebene stattfinden, wo man sich austauscht und Argumente austauscht. Und dann gemeinsam beschließt, welche Aktionen man machen kann, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber da hat auf keiner Seite irgendwas mit Gewalt oder Antun, körperliche Integrität, das gehört nirgendwo hin. Dass der Kiez sich verändert, ist kaum zu übersehen. Schicke Neubauten, die manch Anwohner durch steigende Mieten als Bedrohung empfinde, mutmaßt zumindest Victoria, die in einer selbstverwalteten Kita direkt gegenüber von einem der alternativen Hausprojekte arbeitet. Für sie werde auf diese Ängste vor Verdrängung kaum eingegangen. Politik und Polizei würden die Situation eher verschärfen, was gerade nach dem Großeinsatz zu spüren war. Wir haben uns unwohl gefühlt, weil wir selber kontrolliert worden sind, regelmäßig. Eltern sind zum Teil zu spät gekommen, ihre Kinder abzuholen. Die Kinder haben gefragt, was die Polizei hier so viel macht, warum die so viel die Straße rauf und runter laufen, warum sie tatsächlich auch die Tür gegenüber eintreten wollten. Und da muss man dann schon manchmal gucken, wie man damit umgeht. Und so hat man derzeit den Eindruck, eine Lösung ist in weiter Ferne. Nach dem Großeinsatz im Januar rief die linke Szene zur Solidaritätsdemo. Kommt es zu Konflikten, reagiert wiederum die Polizei mit mehr Präsenz und Kontrollen. Der Innensenator will so rechtsfreie Räume verhindern, spürbaren Druck auf die Szene ausüben. Sven Gramstadt wohnt seit 15 Jahren im Kiez, schreibt gerade seine Doktorarbeit zum Thema Bürgerbewegungen. Für ihn sind solche Aussagen Grund genug, eher pessimistisch in die Zukunft zu schauen. Am meisten Angst habe ich, dass von Seiten der Politik noch mehr Druck ausgeübt wird, um zu zeigen, dass man jetzt für den Wahlkampf der starke Mann ist. Und dass es völlig aus dem Ruder läuft. Solchen Befürchtungen wollen Anwohner nun mit Hilfe von Kiezversammlungen begegnen. Vielleicht ein erster Schritt, damit es rund um die Rigaer Straße ruhiger wird.